Am Mittwoch hieß es in Götzis: Bewegung, Spaß und Stars zum Anfassen. Die Leichtathletik-Profis des internationalen Hypomeerkampf-Meetings machten auch dieses Jahr einen Halt am Garnmarkt, um den Nachwuchs anzutreffen. Das ist immer sehr begehrt, der Treffpunkt da mit den Mehrkampfstars. Da ist die Sportgemeinschaft Götzis ist da, dann ist die Turnerschaft Dornbirn, die Turnerschaft Weiler und Klaus und die Turnerschaft Giesingen dürfen da mitmachen, ja. Und ist sehr ein Gedränge, ja, für die Kinder, dass sie auch dabei sein dürfen. Aber die meisten Überseeathleten sind im Hotel Garnmarkt unterbracht und die nutzen die Möglichkeit, dass sie einfach ein Tricks und Kniffs spielerisch mit den Kindern lernen und das ist für Kinder die Motivation, dass sie da wirklich mit Eifer und Einsatz dabei sind. Wir haben schon eine sehr gute Erfahrung in den letzten Jahren damit gemacht. Es ist für Kinder immer eine ganz tolle Sache, voll begeistert. Man sieht vielleicht hinter mir, sind die Athleten gut mit eingebunden und es ist für Kinder und für unsere Stars, für unsere internationale Stars auch immer eine tolle Sache. 50 begeisterte Kinder konnten beim Kids Athletic Cup die Sportart näher kennenlernen. Unter Anleitung der weltbesten Leichtathleten versuchten sich die Nachwuchssportlerinnen und Sportler mit großem Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Ich bin schon das dritte Mal dabei und mir gefällt es auch ganz gut, weil man auch mit den Stars mit ihnen trainieren kann. Also ich bin schon das vierte oder das dritte Mal da und mir gefällt es einfach jedes Mal super gut, weil es ist einfach ein Erlebnis mit den Sportlern da etwas zum Tun haben. Ich war schon zweimal dabei und es gefällt mir hier sehr gut. Also ich gehe schon länger Leichtathletik und bin hier auch schon öfters mitgegangen und es ist wirklich toll. Man trifft halt einfach Stars und wenn man den Traum hat, das auch zu werden, kann man vielleicht sagen, ja, das möchte ich auch schaffen beim nächsten Mal. Jedes Kind hatte die Gelegenheit, seine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Das persönliche Feedback der Profisportler sorgte für eine gute Stimmung. Oh, I always love to interact with kids and definitely do stuff that's athletic, because it's important for us to give back to the younger generation that's coming up. So really excited to be here and be a part of this and do the different stations with the kids. This is my seventh time here, so over the years I've gotten to see some of these kids grow up, so there's a lot of familiar faces and it's just like one of the coolest parts of Götzis for me is coming here and seeing all these kids and just having some fun. Yeah, exactly, because we were all kids once and when I was younger I had athletes that I looked up to and I just try to be a good role model as best as I can and hope that some of these kids can take something positive away from it. So stieg bei allen bereits die Vorfreude auf das Hypo-Meeting im Mösle-Stadion in Götzis, das am kommenden Wochenende Athleten und Athletinnen aus über 20 Nationen zusammenbringt. I look forward to today and I look forward to competing on the weekend. This is my favorite meet of the year. As I was saying, this is my seventh year here. I'm super excited. Wir freuen uns und hoffen, dass das Wetter mitspielt. Das schaut jetzt recht gut aus. Und dann freuen wir uns, wenn wir möglichst viele Vorarlberger dann noch bei uns in Götzis im Mösle-Stadion begrüßen dürfen.